Alex. Also da ist das hinter mir, dein kleiner Handlanger Fei. Das ist richtig. Und wenn du mir nicht verrätst, wo Darwin ist, schneidet er dir was ab. Ich könnte mit deiner Nase anfangen. Roxy, du sollst die Tür bewachen. Also, wo ist Darwin? Ich weiß nicht, wo Darwin ist. Ich finde es auch nicht wichtig. Wieso findest du es so wichtig? Darwin hat meinen Vater getötet. Das wusste ich nicht. Schneid ihm sein Ohr. Ja, okay. Ich weiß, wo Darwin ist. Er kommt mit einem Gewehr auf euch zu. Hallo, Onkel Darwin. Komm jetzt nicht mit Onkel Darwin, Roxy. Du bist sowas von entehrt. Aber ich wollte dich doch nur besuchen. Setz dich auf die Couch und sei still. Alex? Hast du mich gesucht, jetzt hast du mich gefunden. Komm raus und spiel mit mir. Das ging ja erstaunlich schnell. Können wir jetzt die Rettung rufen? Nein, Roxy. Ich bin hergekommen, um ihn zu töten. Aber wenn wir nicht Hilfe holen, dann stirbt er. Das ist der Sinn, Roxane, von diesem Unternehmen. Was soll ich mit ihm machen? Du lässt ihn am Leben, du Idiot. Halt die Klappe, du Ghetto-Schlampe. Alex! Hör dir das? Das klingt nach den Schritten von total vielen Menschen. Wir sollten verschwinden. Ja. Fein, Matzer. Das rennt eigentlich nicht. Ich könnte sagen, ihr habt mich gekidnappt. Hätten wir dann rausreißt aus unserer coolen Gang. Du hast ihn umgebracht. Du hast ihn erschossen. Das könnte ich nie. Komm, wir müssen los. Nein! Komm, ich krepier sicher nicht mit dir, also beweg deinen Arsch. Wenn es dir hilft, können wir sagen, dass ich ihn erschossen habe. Alex, wo warst du? Ich musste mich letzte Nacht ganz allein um die Bar kümmern. Was fällt dir eigentlich ein, einfach zu verschwinden? Ich hab Darwin gesucht. Hast du ihn gefunden? Ja. Und getötet? Ja. Wunderbar. Dann kannst du dich ja jetzt um die Renovierung kümmern. Ich nehme an, du willst ein paar Änderungen vornehmen. Ist ja jetzt deine Bar und nicht mehr die vom alten Vater. Ich hätte mir gedacht, wir streichen die Wände in etwas wärmeren Tönen. Denn Alex? Fährst du bitte? Wohin? Weg. Heaven.